Niklas, 0-0 gegen Dortmund. Man hat sich heute ganz viel, glaube ich, vorgenommen. Man hat in der Halbzeit gesehen, oder in der ersten Halbzeit gerade gesehen, dass ihr ganz viel wolltet. Trotzdem kamen nicht die besten Torchancen bei raus. Woran hat es heute noch gehakt? Ja, also wie du schon sagst, ich glaube, wir sind relativ gut ins Spiel reingekommen, haben sofort eine Möglichkeit, glaube ich, nach 30 Sekunden oder so. Aber am Ende fehlt dann halt trotzdem so die letzte Zielstrebigkeit, die letzte Überzeugung, das Ding reinzumachen oder den letzten Ball anzubringen, damit wir halt das Ding irgendwann über die Linie drücken. Man hatte auch am Schluss Befürchtung gehabt und man hatte so den Eindruck, ihr wolltet das Spiel gar nicht mehr schnell machen oder keiner wollte mal den Mut, den Ball zu nehmen und doch nochmal vorne reinzubringen. Hatte man da mehr Angst, das Tor noch zu bekommen? Nö, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, wir wollten unbedingt den Sieg heute holen. Wenn das von außen so gewirkt hat, muss ich mir vielleicht selber nochmal angucken. Das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Aber wir wollten unbedingt diesen Sieg haben. Also wir wollten jetzt nicht am Ende nur ein 0-0 haben. Wir gewinnen natürlich immer gerne. Und ich glaube, insgesamt war es halt drin. Wie gesagt, die letzte Zielstrebigkeit hat gefehlt. Und ja, das ist der Schritt, den wir unbedingt noch gehen müssen. Du hast ja auch diese Woche gefordert, stand ja in der Zeitung drin. Seid ihr da auf dem richtigen Weg oder bist du heute nicht ganz so zufrieden? Also wenn man die Spiele vergleicht in Duisburg und heute, war das heute sicherlich ein Schritt nach vorne. Trotz allem haben wir wieder kein Tor geschossen. So. Und das ist das Problem, wo wir ansetzen müssen. Und da zählen nicht nur die Stürmer oder die Offensivspieler, sondern es zählt als ganze Mannschaft, dass wir unser Spiel einfach nach vorne verlagern und vielleicht einfach mal so ein Ding rausspielen, dass der Stürmer den nur noch über die Linie drücken muss oder wir einfach mal aus 40 Metern so ein Ding reinknallen. Ja, den bräuchten wir unbedingt. Genau. Okay, ich danke dir. Im fast 6-Punkte-Spiel sagt man mittlerweile schon. Kurze Spielentschätzung von dir? Ja, ich glaube, gerade erste Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Was so ein bisschen fehlt, ist gerade im letzten Drittel dann so die letzte Entscheidung, einfach mal aufs Tor zu schießen. Dann auch aus der zweiten Reihe vielleicht mal einen Abpraller provozieren, wo dann vielleicht mal einer steht und reinmacht. Aber gerade so der letzte Wille, das Tor einfach zu machen, das fehlt uns ein bisschen. Aber trotz allem muss man sagen, wir haben zu Null gespielt. Wir standen erste Halbzeit extrem gut, zweite Halbzeit dann, klar, wenn es 0-0 steht, jeder will das Spiel gewinnen. Wir wollten es unbedingt gewinnen. Und ja, am Ende 0-0 ist, ich sage es mal, bitter für uns, weil wir unbedingt die 3 Punkte haben wollten. Aber es geht weiter. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit auch gesehen, dass mit viel Mut gespielt wurde. Technisch sah das sehr, sehr gut aus. Zweite Halbzeit war es dann wieder ein bisschen in alte Muster gefallen. Was fehlt noch der Mannschaft, dass es jetzt endlich mal wieder auch zum Tor reicht? Ja, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, der Mut einfach mal aus der zweiten Reihe abzuziehen oder auch mal durch eine Einzelaktion, durch ein 1 gegen 1, durch eine Flanke, dass wir mal eine gute Boxbesetzung haben, dass wir mal 3 Leute drin haben, die dann auch versuchen, das Ding einzunicken. Ich glaube, das fehlt uns noch. Ich sage, bis zum 16er spielen wir es immer super, machen wir es echt gut. Ja. Und dann so gerade der letzte Punch fehlt einfach noch. Was kommt jetzt in den letzten Wochen noch? Ja, weiter an uns arbeiten, alles reinzuhauen. Auch für die Fans. Wir sind denen jetzt echt verschuldet. Und dann gilt es einfach, genau die Punkte zu holen. Das hört sich auch schon mal gut an. Vielen lieben Dank. Gerne. Ja, ich stehe mal zu Hause da zum Montagsspiel 0-0. Ganz viele, wollte ich sagen, enttäuschte Gesichter. Wie geht's dir? Ja, das Ergebnis ist natürlich unbefriedigend. Wir wollten hier eigentlich unbedingt gewinnen. Am Ende muss man das trotzdem positiv sehen. Wir haben einen Punkt hier trotzdem erkämpft. Die Dortmunder haben auch ein gutes Spiel gemacht. Aber ich fand, das war ein Spiel auf gleich hohem Niveau von beiden Mannschaften. Wir hatten Chancen. Die hatten Chancen und deswegen muss man am Ende, glaube ich, mit dem Remi zufrieden sein. Gerade erste vor der Stunde hat eindeutig euch gehört. Ihr hattet 2 richtig gute Chancen nach 3 Sekunden und nach 11 Minuten der Mega-Lauf. Warum fehlt da noch das bisschen, dass der da nicht einfach mal reingeht? Ja, vielleicht ein bisschen Spielglück. Bei den Flanken waren wir nicht so gut besetzt in der Box, also im Strafraum. Es hat uns vielleicht ein bisschen heute gefehlt, dass da ein bisschen zu wenig Abnehmer waren, aber es ist erstmal gut, dass wir uns heute diese Chancen erarbeitet haben, dass wir aufs Tor gekommen sind. Das sah gegen Duisburg noch ganz anders aus. Deswegen muss man mit leben mit dem Ergebnis. Schade, dass da nicht irgendein komischer Ball reingegangen ist, aber ist okay. Aber geht er jetzt positiv ins nächste Spiel oder seid ihr schon ganz schön am Drücker? Ja, positiv müssen wir immer sein, sonst gewinnt man keine Spiele in der dritten Liga. Jedes Spiel fängt bei 0-0 an und ja, die ersten 15 Minuten, wenn man die heute gesehen hat, wir wollten unbedingt ein Tor machen. Früh vorlegen. Haben wir leider nicht geschafft, dann kommt Dortmund natürlich auch ins Spiel. Die haben auch eine unheimliche Qualität. Und ja, aber trotzdem haben wir kein schlechtes Spiel gemacht und den Punkt nehmen wir mit. Und das ganze Positive für Freitag. Vielen lieben Dank. Bitteschön. Tschüss.